Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir begrüßen Sie ganz herzlich hier im Namen des Fördervereins der Stiftung Stadtmuseum. Wir, das ist Detlef Hilbrecht. Und das ist Karl-Heinz Bartholomäus. Wir laden Sie ein zu einem Stadtspaziergang, zu unserem zweiten Stadtspaziergang. Der erste führte uns spreeabwärts über den Stadtkanal, dann wieder rein in die Spree bis zur Langen Brücke zum großen Kurfürsten. Ja, und von dort haben wir uns auf den Schlossplatz begeben, haben ein wenig uns umgeschaut und wollen nun die Altstadt Berlins Ihnen vorstellen. Die Hausnummer kann man ja richtig abzählen. Guck mal, das Haus 4 hat ja dieses rote Dach, richtig? Ja, das ist die Poststraße 4, wo ich schon vorhin sagte, das Kurfürstenhaus heißt übrigens heute noch Kurfürstenhöfe. Richtig. Weil Johann Sigismund 1619 dort bei seinem Kammerdiener Freitag dort verstarb. Der hieß Freitag, der? Der Kammerdiener. Der Kammerdiener hieß Freitag. Ja, also mit Robinson Crusoe nichts zu tun. Ja, also da ist diese Adresse ist ja heute noch als durch die Höfe gut zu erkennen. Die geht ja bis auf die Burgstraße vor, ne? Bis runter fast zur Spree. Ans Wasser, ja. Aber die Poststraße 4 hat nicht nur den Kurfürsten als Todeskandidaten dort, sondern Nikolai wurde dort geboren, Friedrich Nikolai. Das gleicht sich doch aus, ein Todesfall und eine Geburt. 1753 wurde das Haus dann umgewandelt in eine Gaststätte mit Hotel und zu den drei Lilien. Da fällt mir natürlich was zu ein. Der Besuch von Casanova in Berlin und Potsdam. Genau, dort hat er übernachtet. Wir lassen jetzt die Poststraße 4 rechts liegen, kommen auf den markanten Turm dort zu. Das ist die Nikolaikirche, noch mit einem Turm nur. Ja, natürlich. Und ganz schön zu sehen hier, wir sehen das auf dem alten Stich, vorne auf dem Platz davor, wie ein kleiner Marktflecken, die Scharren. Das sind die Scharren der Fleischer. Das sind feste, installierte Verkaufsstände der Fleischer, keine Schlachterei, sondern Verkauf von Wurstwaren und Fleischwaren. Die waren ganzjährig da. Ganzjährig, ja, weil es gab ja keine Geschäfte. In Berlin wurde die Versorgung der Bevölkerung nur über die Märkte gemacht. Also an der alten Kirche ist ja rechts noch sehr schön dieser Giebel, der ist ja sehr eindrucksvoll. Ja, das ist die Marienkapelle, die ist erbaut worden oder gestiftet von dem Küchenmeister des Kurfürsten. Der ist dann auch dort mit seiner Frau beigesetzt worden. Also das sind diese Kapellen, die außen die Kirche angebaut wurden. Ja, vor der Reformation wurde draußen. Innen nicht beigesetzt, sondern nur draußen. Also das Viertel ist ja sehr eng bebaut, wie man hier auf dem Modell sehr schön erkennen kann. Durch eine der kleinen Gassen wollen wir jetzt auf den Moltkenmarkt gehen. Ja, das ist die Eiergasse, die kleinste und kürzeste Gasse Berlins. Eiergasse rechts rein, kommen wir zum Moltkenmarkt. Der Moltkenmarkt ist also der für die Altstadt Berlins damals der erste wichtige Marktflecken gewesen. Der führt ja, wenn man es sich auf dem Modell anschaut, dann weiter Richtung Altköln rüber. Ja, Richtung Westen geht das über den Mühlendamm und der Stich von Rosenberg, den wir jetzt vor Augen haben, zeigt sehr schön den Fischmarkt und auch das Kölnische Rathaus mit der Petrikirche. Sehr schön, ja. Aber lass mal, Köln haben wir ja schon einmal gestreift. Wir wollen ja heute auf der Berliner Seite bleiben. Wir gehen also zurück und... Ja, nicht so schnell, nicht so schnell. Also nicht gleich raus aus dem Moltkenmarkt. Wir wollen noch Zornsche Apotheke wollen wir kurz. Also ein Stück in die Stralauer Straße hinein. Ja. Die Stralauer, die sich ja hier in einem sehr schönen Bogen schwingt, ja, und das, wie vielte Haus hast du gesagt, ist ja, das? Ja, ist die Ecke. Die Ecke zur Stralauer Straße, Moltkenmarkt, ist die Zornsche Apotheke. Die ist, erwähne ich deshalb, weil ja, der Lehrling bei Zorn war ein Herr Böttcher. Damals noch jung als Lehrling. Der Porzellanböttcher. Mhm. Der hat dort seine Lehrzeit verbracht und der Kurfürst hat damals, oder besser gesagt schon König, hat gemeint, also den jungen Mann, der ist so gewitzt, den hole ich mir, der kommt in die Apotheke,
in den Apothekenflügel am Schloss und der soll mal doch sein Können beweisen, dass er aus Eisen Gold machen kann. Also die Alchemisten, ja. Ja, aber er konnte das ja nicht. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der dann aus Preußen geflohen, über die sächsische Grenze, irgendwo festgesetzt worden? Ja, in Sachsen auf der Marie, auf der, wie heißt der? Naja, am Ende natürlich auf der Albrechtsburg in Meißen. Genau, in Meißen. Ja. Und dort hat er dann statt Gold das weiße Gold erfunden. Ne? Erste Porzellan außerhalb Chinas und Japans. Aber man könnte natürlich eigentlich auch sagen, rückblickend auf die Zornsche Apotheke, Berliner Porzellan. Berliner Porzellan, ja gut. Aber wir gehen jetzt runter Richtung Norden und kommen jetzt in die Spandauer Straße. Die Spandauer Straße macht so einen kleinen Bogen, das kann man wunderbar hier sehen. Ja, wie alle Straßen eigentlich. Alle folgen ja eigentlich dem Spreebogen, dem nördlichen, der ja hier als Festungsgraben im Modell sehr schön zu sehen ist und gut erhalten. Alle Bastionen sind noch da, aber insgesamt alle Bogenstraßen folgen diesem Spreeverlauf und so auch noch die Spandauer Straße. Ja, das ist richtig. Und die Spandauer Straße zum Knick am Bogen kommen wir auf ein Haus, das ist das Haus von den Patrizierfamilie Blankenfelde, haben wir hier im Stadtmuseum, im Märkischen Museum, Schlusssteine, die also noch überlebt haben. Das war das erste feste Haus oder eins der ersten festen Häuser Berlins überhaupt im 14. Jahrhundert nach dem großen Brand dort errichtet. Die in Stein gebaut waren. In Stein gebaut, ja. Gehen wir vorbei, kommen auf eine Ecke, das Rathaus, das Berliner Rathaus. Das Berliner Rathaus, das sieht aber hier auf unserem Modell, kann man das schon erkennen, da ist ein Turm aufgesetzt, der ursprünglich nicht da war. Nein, das ist eine barocke Erweiterung durch Nehring, weil wir kommen jetzt an der Nehringschen Erweiterung des Berliner Rathauses vorbei. Mhm. Die alte Gerichtslaube, die noch aus dem Mittelalter, ja, die ist überbaut worden. Die ist überformt. Barock überformt worden. Der Turm ist zugesetzt worden. Und der Anbau zur rechten Seite hier, der große lange Anbau, ist also der Nehringsche Anbau. Wir gehen aber dann nach rechts rein in die Königsstraße. Und zwar kommen wir dann an das alte Rathaus vorbei. Aus dem 14. Jahrhundert. Das ist die andere Front, ja, die wir auf dem Modell auch sehr schön erkennen können. Ja, wir gehen vor bis zum Hohen Steinweg. Das ist ja nur eine Ecke da. Ja, das ist kein Problem. Wenn wir ja nicht müde werden. Also wir kommen jetzt über den Hohen Steinweg, erster steingepflasterter Weg in Berlin. Dieses kleine Stück? Ja, dieses kleine Stück. Als gepflasterte Straße, ja. Rein in die Bischofsstraße. Ja, genau. Und jetzt drehen wir uns ein, ja, genau auf diesen Riesenplatz. Das ist ja hier im Marienviertel, ist das der Marktplatz, der neue Markt. Ja, groß wie ein Fußballfeld, würde man so sagen. Ja? Und man sieht sehr schön auf diesem alten Stich hier auch die Marienkirche rechter Hand und wie sie umbaut ist. Also mittelalterlich sehr eng umbaut, wie sie übrigens heute im Straßenpflaster als Markierung wieder vorhanden ist. Kann man aber leider nur als Markierung auf dem Pflaster sehen. Rund um die Marienkirche nach wie vor dort zu der Zeit Grablege. Also es war ein Friedhof, wie die Nikolaikirche auch umgeben war mit einem Kirchhof. Erstaunlich kleiner Friedhof, wenn man das so betrachtet, offenkundig keine langen Liegezeiten gewesen. Naja, es war so, dass hier die erste Stadterweiterung ist im 13. Jahrhundert. Die Marienkirche ist ja dann erbaut worden, ist übrigens eine der zwei Bauten, die noch im Original aus der Zeit zu uns übergekommen sind. Also die Marienkirche. Dann wollen wir uns doch gleich den zweiten Bau auch anschauen. Man denkt ja immer die Nikolaikirche, ne? Aber die Nikolai war ja ausgebrannt im Krieg und wieder aufgerichtet und so weiter. Nein, die zweite Kirche, die noch existiert, ist viel, viel kleiner, nämlich die Heiliggeistkapelle. Lass uns doch dazu mal auf unserem Modell wandern. Ja, da müssen wir hier Richtung Westen bis wieder zur Spandauer Straße, um dann nach rechts zu kommen. Und da hinten siehst du schon den kleinen Turm. Mhm, den Dachreiter. Mhm. Wobei das nicht immer, also diese kleine Kapelle hatte nicht immer einen Turm. Der ist erst sehr viel später gekommen.
Die mittelalterliche Kapelle, die dort war, war ein Bau für ein Krankenhaus. Also das war durch Stiftungen, bürgerliche Stiftungen haben dort ein Krankenhaus und ein Altenheim, würde man heute sagen. Ja. Das ist aber nicht, das ist zwar kirchlich verwaltet worden, aber durch Spenden der Bürger entstanden. Also das durch Spital, Zünfte und so weiter. Das Spital, zum Heiligen, Spital Geist. Zum Heiligen Geist. Ja, und die Kirche weist heute noch ein altes Deckengewölbe auf, ein Kreuzgewölbe. Also die erste Zeit war eine Flachdecke Dann spät, also spät mittelalterlich, späte Gotik. Ist dieses Sterngewölbe, das heute noch existiert übrigens. Ja, und wir gehen aber weiter und stoßen hier auf dem Modell auf ein sehr großes Gebäude, ein kirchliches Gebäude, das man nicht auf den ersten Blick als Kirche erkennt, weil es ja auch keinen Turm hat, erstaunlicherweise. Die Garnisonskirche. Noch nicht. Noch nicht. Der Soldatenkönig. Im 19. Jahrhundert hat man dann einen Turm aufgebaut, aber der Soldatenkönig hat dieses Gebäude errichten lassen, weil der Vorgängerbau, das ist die Garnisonskirche, der Vorgängerbau ist also zerstört worden durch Richtig. Die Explosion vom Pulverturm. Der stand dort vorne auf der Ecke, man kann das jetzt ja nicht mehr erkennen, gegenüber aber. Das kleine Gebäude kann man noch erkennen mit dem roten Dach, das direkt neben der Garnisonskirche steht. Ja, das steht. Gibt es heute noch. Mhm. Das ist die Schule gewesen und Pfarrhaus. Mhm. Richtig. Ja. Man sieht aber sehr schön eigentlich, wie es noch auf der Bastion steht. Also die Bastionen sind ohnehin auf der gesamten Berliner Seite im Gegensatz zur kölnischen Seite vorhanden. Ja, weil die Stadterweiterungen Richtung Westen kurfürstlich, königlich vorangetrieben wurden, weil das war Gelände vom damaligen König, der Tiergarten. Und da ist die Stadterweiterung gen Westen und im Osten ist das sehr viel langsamer, sehr, ja, viel langsamer. Sehr viel langsamer. Ja, aber wir schauen doch mal, wir gehen doch jetzt ein paar Schritte wieder in die erste Gasse, die wieder in Richtung Marien geht. Ja, ist die Rosengasse. Ja, aber auffällig, da ist noch eine kleine, die Heidereuter. Heidereutergasse, ja, da gehen wir mal kurz rein. In die Heidereutergasse, weil ich will dir noch die Synagoge zeigen. Das ist die alte Gebetshaus, was nicht in privatem Besitz war oder privatem sondern Palais oder so. Es ist eine offizielle Gemeinde. Ja. Ja, man sieht, da es gibt ja heute noch eine Gedenkstätte in der Rosenstraße. Da ist ja noch ein Zugang. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte, die bezieht sich ja auf die nationalsozialistische Zeit. Ja, zu der Zeit, wo wir jetzt hier uns befinden, will ich nur noch kurz sagen, dass Moses Mendelssohn, einer der drei Aufklärungssterne in Berlin mit Nicolai und mit Lessing. Der hat mit seiner Frau zusammen ein Toratuch dort gestiftet, was übrigens im Besitz des Berlin-Museums war, heute im Jüdischen Museum in der Lindenstraße. Ja, also wir gehen, glaube ich, mal wieder Richtung Marktplatz vor, biegen aber nicht zum Marktplatz hinein und kommen dann auf eine der längsten Straßen dieses alten Berlins. Das ist die längste Straße. Die Klosterstraße. Ja, die Klosterstraße. Ja, man kann das Kloster, kommen wir nachher noch hin. Auf dem Wege dorthin aber begegnet uns noch ein anderer wichtiger Bau, der hier auf dem Modell ja auch sehr schön zu sehen ist. Dieses große nach vier Seiten umbaute Hof. Du meinst jetzt über die Königsstraße? Über die Königsstraße schon drüber weg, ja. Ja, das ist eines der wichtigsten Häuser, aber so beinhaltet zu dieser Zeit eines der wichtigsten Häuser Berlins, das ist nämlich das Hohe Haus. Ja, ja, und zwar die vordere Seite, man sieht ja hier auf dem Modell noch sehr schön den Treppenstein, also das Treppenhaus, das vom Hof aus hineinführte in das Gebäude und das Stück, was zur Straße hinführt, da war eine Überbauung. Man hatte also das gotische Haus, also das Hohe Haus, in dem die Markgrafen residierten, wenn sie in Berlin waren, alles bevor der Schlossbau entstand. Ja, das war die Residenz der brandenburgischen Fürsten. Der ist aber dann eben durch den Bau der Zwingburg, des 1443 begonnen bis 1447 vollendet, ist das also dann
entwidmet worden. Hat ja auch keine Bedeutung mehr für die Fürsten. Naja, die Bedeutung war dann doch auch noch gehalten, weil der Markgraf, beziehungsweise damals schon Kurfürst, der hat das Haus dann vergeben. Da ist auch die Ritterakademie zum Beispiel eingerichtet worden. Und später dieser Bau, wie er jetzt zu sehen ist, da sind wir wieder bei Friedrich Wilhelm I. Der hat natürlich wirtschaftlich, war seine Ausrichtung, der das hat... Das ist eine Manufaktur errichtet ja, worden. Das ist der Erweiterungsbau. Der ist zu dieser Zeit, so wie es hier zu sehen ist, unter Friedrich Wilhelm I. errichtet worden, ist Manufaktur gewesen, Stofflagerhaus. Es waren dort große Mengen an Webstühle. Man spricht von fast 1000 Webstühlen, die dort tätig waren. Ja, es ist Wahnsinn, weil die Tuchmanufaktur war in Berlin die Industrie überhaupt. Hat ja im Grunde, wenn man die Zeit jetzt nach heute denkt, bis zur Konfektion geführt. Ja, damals natürlich viel mehr dann über Heimarbeit. Aber das waren die Anfänge. Man kann noch kurz noch einen Ausflug machen ins 19. Jahrhundert, weil Christian Daniel Rauch hat nachher da seine Werkstatt gehabt. Genau. Aber wir haben eben von diesem Haus, von dem alten hohen Haus, ein Stück hier im Hause, nämlich das Hauptportal. Ja, das ist, als das Gebäude abgerissen wurde. 1931. Genau, hat man eben leider nicht das ganze Gebäude gerettet, sondern nur dieses eine Portal, was wir hier oben in der gotischen Kapelle anschauen können. Kaufhäuser waren wichtiger. Wertheim sollte da nämlich bauen. Ja, richtig. Also wir werden jetzt aber das Lagerhaus mal kurz verlassen. Wir gehen weiter, weil wir kommen jetzt auf einen noch interessanteren Bau als jetzt dieses Lagerhaus. Das ist nämlich das Graue Kloster. Gehörte zu den Franziskanern. Das ist das Franziskanerkloster, was dann nachher später von Thoneiser übernommen wurde. Thoneiser war Alchemist, war Leibarzt des Kurfürsten. Aber er war auch ein Stifter. Er hat auch in die Kirche hinein gestiftet. Ja, in die Klosterkirche. Franziskaner Klosterkirche. Ja, wir haben hier zum Beispiel einen Taufstein, der von ihm gestiftet wurde. Ja, er hat sie sogar renovieren lassen, weil seine Frau sollte dort beerdigt werden und ist auch dort beigesetzt worden. Und da hat er die Restaurierung und Renovierung der ziemlich verfallenen Klosterkirche finanziert. Mhm. Und auch diesen Taufstein. Also was Grablegen angeht, ist natürlich die Klosterkirche sogar eine markgräfliche. Ja, also Ludwig der Römer, der als Markgraf relativ früh verstarb, und seine Frau Kunigunde, die ist nämlich vor ihm schon dort beigesetzt worden und er dann auch. Oh, das war aber schon im 14. Jahrhundert. Aber ich habe jetzt hier noch dieser Ring, der dort zu sehen ist. In einer Festungsbastion. Das sieht ja ein bisschen aus wie ein Amphitheater. Ja, das ist ein Amphitheater. Das hat der Kurfürst Friedrich III., nachmalig Friedrich I., von Nering errichten lassen als Hetzgarten. Da ist tatsächlich zur Belustigung der Bevölkerung und zur Belustigung des damaligen Kurfürsten, späteren König, sind dort also wilde Tiere aufeinander gehetzt worden. Das erinnert mich sehr an Rom. Ja, das war ja, die wollten ja Cäsaren sein, oder sie wollten wie Sonnenkönig sein, und naja, das Übliche. Aber ich erinnere mich, an dieser Stelle stand dann doch aber die Kadettenanstalt. Ja, das ist ein Gebäude, und zwar die rechte Seite. Die ist stehen geblieben unter Friedrich Wilhelm I., der hat dort die Kadettenanstalt einziehen lassen. Das war gleich sein nach 1713. Kaum, dass er an der Regierung war, hat er das gemacht. Das war denn doch nicht so. Also da ist die Kadettenanstalt reingekommen, Friedrich der Große, 1750, aber erst später, also um 1776 wurde dann der Große, wurde das abgerissen. Ein großer Quer. Da, wo jetzt das Landgericht ist, auf dem Grundstück. Genau das Stück. So, wir gehen jetzt wieder zurück in die Klosterstraße, weil es gibt in der Klosterstraße nicht nur diese eine Kirche, es gibt noch mehr. Also die eine erkennt man ja noch, das ist die Parochialkirche, die mit dem Turm, die existiert ja heute noch. Den Neringbau. Nering
entworfen. Nehring ist 1695 verstorben. Grünberg hat das übernommen. Richtig. 1703 etwa fertig geworden. Der Turm erst etwa 10, 12 Jahre später. Dann wieder, ich rate mal, Gerlach? Ja, natürlich, der Turmbauer unter Friedrich Wilhelm I. Ja. Aber ich möchte nicht diesen markanten Bau auf der rechten Seite, der existiert nicht mehr. Der existiert nicht mehr, aber auf dem Modell ist er zu sehen. Und da müssen wir schon sagen, was das ist. Das ist nämlich die erste französisch reformierte Kirche auf dem Gebiet Berlins. Ja. Ja. Von 1723 ist sie geweiht worden. Mhm, ja? Mhm. Wobei ja auch die Parochial eine reformierte Gemeinde ist. Ja, also nicht lutherisch, sondern nein, reformiert. Das ist kalvinistisch. Ne? Genau. Also die einen sind die Refouchés und die anderen sind die Calvinisten. Ja. Wir gehen jetzt in die Parochialkirche. Ich würde gerne über den Friedhof, weil der existiert heute noch. Das ist der einzige innerhalb des Stadtrings oder überhaupt im alten Berliner Raum, wo heute noch Gräber zu finden sind, an der Kirche. Direkt an der Kirche. Und innen drin sind wunderbar. Ach, ja, traumhaft. Hast du sie auch mal besichtigt, wunderbar, die Gruft? Ja. Die einzige Bürgergruft. Ne? Ja, toll. Man denkt immer nur die Hohenzollern-Gruft im Dom, aber nein, die haben dort auch eine. Ja, es ist empfehlenswert. Wenn da mal Tag des offenen Denkmals ist, sollte man da mal hingehen. Also, aber wir gehen, glaube ich, in die Waisenstraße, denn in der Waisenstraße finden wir das letzte Stück Berliner Stadtmauer aus der Gründungszeit. Ja, und einige dieser Mauerelemente sind ja in der Häuserfront auch vorhanden, wo jetzt die letzte Instanz zum Beispiel ist. Ja, dadurch haben die ja überhaupt nur überlebt, weil das waren die Rückwände, man hat die als die Mauer aus dem 13. Jahrhundert, hat man als Rückwände der Häuser genommen. Und durch den Krieg, durch den Zweiten Weltkrieg, sind die Häuser zum großen Teil zerstört worden, zur DDR-Zeit dann abgerissen worden, wieder historisch aufgebaut worden, die da sind, und die Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert wieder restauriert und zum Teil gesichert. Man kann sie sich anschauen. Sie ist noch vorhanden. Also noch erkennbar, ja, genau. Waisenbrücke geradeaus, siehst du das große Gebäude dort? Ja, das Waisenhaus auf der rechten Seite. Ja, wieder ein Turm von Gerlach. Ja, aber sag mal, was ist denn das andere, was man auf der Bastion erkennen kann, ja, dieser große Gebäudekomplex? Ja, da kommen wir wieder zu unserem Ausgangspunkt zurück, weil wir haben ja Schicklersche Zuckersiederei auf der anderen Seite, wo heute das Märkische Museum wo wir hier sind sich jetzt befindet. Bei dem das Gebäude. Das sind Erweiterungsbauten der Schicklerschen Zuckersiederei. Ah ja. Ja, da sind, die sind später dort. Wahrscheinlich umgewandelt, da waren wahrscheinlich Magazine oder irgendwas. Nein, man hat die Bastionen dort genutzt. Aber guck mal, das kleine Häuschen, was dahin, kennst du das noch? Ja, ja. Da wartet unser Schiff. Da wartet unser Schiff hier. Das ist ja die Waisenbrücke heute, die wir nicht mehr haben, aber wieder haben wollen. In der Vorgängervariante, das ist die erste gewesen, nicht? Die erste war der Oberbaum. Ne? Ja, da war es noch Oberbaum, richtig. Der allererste Oberbaum lag da, richtig. Ja, bloß deshalb ist ja das Blockhaus, weil da ist nämlich die Zollstelle drin. Zollstelle gewesen. Ja. Ja, wir haben es geschafft. Wir fahren wieder spreeaufwärts mit unserem Schiffchen, das auf uns gewartet hat. Na dann. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit.